Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich halte Paletten in der Hand. Ich habe ein kleines Projekt vor. Pen That Palette war immer wieder bei mir eine Überlegung. Und zwar mit der Five in the Box von Catrice. Ist kein großer Spoiler, deswegen kann ich es auch ganz zeigen. Hatte ich überlegt zu machen. Nur habe ich jetzt nur noch quasi 4 Lidschattenfarben und ich habe drüber nachgedacht, auf Dauer langweilig. Ich brauche ab und zu mal ein bisschen was Neutraleres, damit ich ein bisschen buntere Lippenstiftfarben tragen kann. Das passt auch nicht immer zu allen Pullovern oder so. Manchmal bin ich auch einfach nicht in der Mut dafür und die sind ja schon recht rötlich, die Töne. Deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Juicy Lucy Verstärkung. Ich gehe jetzt im Einzelnen durch, mit welcher Palette ich welche Ziele erreichen möchte. Und ja, gegen Ende mache ich einmal alle Startbildchen ran. So, wenn die Kameraqualität heute on fleek ist, danke ans Handy von meinem Freund. Der hat das 13er iPhone. Ich habe nur das 10er. Mein Akku ist tot, seiner ist voll. Die Kamera ist einfach. Ich habe immer gedacht, so, ah, man sieht keinen Unterschied. Doch. Aber jetzt zu den Paletten. So. Die Five in a Box Palette von Catrice. Fangen wir mit der an. Sieht aktuell so aus. So. Ja. Ein Lidschatten habe ich schon mal raus, sind also nur noch 4. Ich bin ehrlich, bei den matten Tönen bin ich nicht so der Fan von. Heißt, ich möchte in den beiden matten Tönen nur Hit the Pan haben. Ungefähr so die Größe von dem, wenn nicht sogar noch größer, wäre bei den beiden das. Sagen wir mal, Ziel. Wenn es mehr wird, wird es mehr. Natürlich. Also ich werde die Palette bis Ende 23 behalten. Ich werde sie auch immer irgendwie versuchen mit einzubinden. Ich sag mal, Hauptfokus ist dann nachher eine andere. Wenn hier jetzt die Hitler Pants erreicht sind. Bin ich ehrlich. So. Den Ton benutze ich immer als Inner Corner Highlight. Finde ich sehr, sehr schön. Ich werde ihn vielleicht auch mal als Face Highlight missbrauchen. Einfach um mal zu gucken, wie gut das funktioniert. Und vielleicht auch, damit ich den Lidschatten schnell aufgebraucht kriege. Wir schauen. Und ja. Bei dem anderen Schimmerton bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich nur Hit the Pan erreichen möchte. Oder mehr. Ich würde mal sagen, wir machen das abhängig davon, wie viel Zeit vergeht, bis ich Hit the Pan habe. Der, sage ich mal, auch die Größe hat und nicht nur so ein Fleckchen. Ne? Schaue ich mal auch. Dann werde ich nochmal ein bisschen intensiver in meine Paletten schauen, wie viel ich von den Tönen wirklich habe. Ne? Einfach mal ehrlich. Und ich sag mal, wenn hier dann in 3 Lidschatten ordentlich Hit the Pan ist, einer noch leer, 2 von 5 aufgebraucht, ist diese Palette auch runter. Dann kann ich sie auch nicht mehr sehen. Ich bin ehrlich, ich kann schnell Lidschatten nicht sehen. Manchmal habe ich dann auch Phasen, da benutze ich gar keinen Lidschatten. Dann habe ich Phasen, da benutze ich super gerne Lidschatten. Wir schauen, wie weit wir mit dieser Palette kommen. Palette Nummer 2 ist ein bisschen größer als die Huda Beauty Morph Obsessions Palette. Die ist jetzt primär nur mit drin, weil ich in der ein Ziel habe. Ich möchte den Setting-Ton aufbrauchen. 23 habe ich gesagt, oh, brauchen wir mal 5 bis 6. Wie juckt's? 5 bis 6 Lid-Setting-Töne. Und der gehört damit drin. Den möchte ich aufbrauchen. Ja, hat noch keinen Hit Pan, hat auch nicht viel Dip, sag ich mal. Ich glaube, als ich die benutzt habe, habe ich
anderem Settington versucht aufzubrauchen, deswegen versuchen wir es. Genau. Den möchte ich aufbrauchen. Ich sag mal, wenn ich jetzt im Laufe des Projektes dadurch in dem Ton und in den Tönchen hier, also in den überbleibenden vier Tönen, auch einen Hit the Pan erreiche, weil ich den besonders schön in Kombination mit den anderen finde, wunderbar. Beschwere ich mich nicht. Mehr Pan für mich. Eventuell arbeite ich auch an der Pan Percentage. Mal gucken, das dann vielleicht nochmal zur Inventory Time. Wäre ganz schön. Aber ja. Sag mal, wenn hier noch mehr Pads kommen, bin ich sehr zufrieden. Aber primär möchte ich hier den Setting-Ton aufbrauchen. Und die letzte Palette ist sehr, sehr frisch reingekommen. Ist die Mini Reloaded Velvet Rose Palette von Revolution. Wir kennen das Farbspektrum. Ich habe sie sogar hier liegen. Die Mini-Version meiner Soft Glam habe ich hier in der Hand. Also, na, ich glaube, wir müssen nicht mehr dazu sagen. Ich liebe die Soft Glam. Ich finde, sie sieht auch schon von mir sehr geliebt aus. Kann ich voller Stolz behaupten. Möchte ich aber noch nicht aufbrauchen. Deswegen kümmern wir uns um diese Palette. Der Setting-Ton steht erstmal hinten an. Also, mit dem mache ich gar nichts, auf den achte ich nicht, weil ich erstmal den benutze. Sollte der leer sein, darf ich gerne an dem arbeiten. Oder an einem anderen, ich sag mal, 6 Setting-Töne aufbrauchen. Wäre ganz nice. Ansonsten, ja, denke ich mal, ist die sehr alltagstauglich. Ich glaube, den Ton könnte ich sogar in den Augenbrauen tragen. Werde ich mal ausprobieren. Und ja, sonst sind die alle irgendwie so ein leichter Look. Transition, Lidfalte, außen verdunkeln und einen von denen aufs bewegliche Lid. Und on the go. Und so werde ich es wahrscheinlich auch machen. Ansonsten möchte ich in der Palette primär Hit the Pans erreichen, wenn ich in den 5 Hit the Pans habe, die auch deutlich groß genug sind. Ne? Also von Juicy Pan, ich sag mal, wenn sie die Größe erreicht haben, bin ich zufrieden. Sag ich mal, dann kann ich auch sagen, ich habe die Palette geliebt, ich habe sie aber doppelt. Na, tun wir raus. So. Wenn Lidschatten leer geht, wir beschweren uns nicht. Hier ist, wie gesagt, primär Hit the Pan das Ziel. In der Huda Beauty ist der Setting Tone das Ziel. Und in dieser Palette 3 Hit the Pans und einen Aufbrauchen. Das sind, sage ich mal, schon mutige Ziele. Ich nenne es mal mutige, weil ich habe ja auch immer noch nebenbei mein 10-Anwendungsprojekt am Laufen. Darf ich nicht unterschätzen. 10-Anwendungsprojekt läuft noch, wird auch weiterhin laufen. Aber vielleicht kann man dann hier sowas miteinander kombinieren. Gerade wenn ich wieder meine Sample Beauty Palette ziehe, da sind ja nur bunte Farben drin, habe ich eine Palette zumindest, mit der ich die kombinieren kann. Weil ich würde das dann so machen wie heute. Heute habe ich auch ein Türkis unten drunter. Oben neutral, unten ein bisschen Farbe. Wieso nicht? Und ja, ich werde jetzt gleich ans Ende des Videos schon mal die Startbilder nochmal genauer schauen, dass man auch einfügen. Dass man genauer gucken kann, wie sehen die Lidschatten aktuell aus. Und ja, ich sag mal, Start ist Mitte November. Wir haben heute den 17. Und ja, bis Ende Dezember, also 31.12.23 wird dieses Projekt so ungefähr laufen. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen früher beenden. Mal gucken. Also früher im Dezember beenden. Und ja, ich bin gespannt, was ich für Ziele erreiche. Ich denke mal, hier den Hit für Pan in dem Setting-Ton. Übernächstes Update.
Also im Januar. Kann ich mir vorstellen. Und ja. Sonst setze ich noch keine Ziele. Ich werde erstmal ein bisschen gucken, wie ich sie in den Alltag einbaue. Aber in dem Setting-Ton. Hit the pan. Sogar zum nächsten Update. Mitte Dezember. Sollte ich hinkriegen. Sagen wir jetzt. So. Ich esse jetzt endlich was und wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.